Hallo und willkommen zu meinem siebten Let's Play von Uncharted 4 A Thief's End. Wir sind jetzt hier im Teil Nummer 10 des Spiels. Und jetzt geht es erstmal hier los, dass wir eine Runde Auto fahren. Und wollen mal schauen, was es hier für Türme gibt, die direkt in der Nähe des Vulkans sind. Sullivan sagt, da gibt es wahrscheinlich einen Schatz. Wollen wir nochmal schauen. Wir sind jetzt zu dritt unterwegs und gucken uns die ganze Geschichte mal. Erstmal kann ich hier eine Runde mit dem Jeep fahren. Wow. Schon mal eine coole Nummer. Die gab es lange nicht mehr zu ballern. Bremse, Rückwärtsgang. Bremse, wieso Bremse? Wow. Oder vielleicht doch? Na komm. So, jetzt fahre ich. Stopp. Das sind unterschiedliche Wege. Man kann auch hier lang fahren. Das sieht irgendwie lustiger aus. Cool gemacht übrigens, finde ich. Fahrzeug verlassen. Mal gucken, was es da gibt. Wait here. I'll go take a look. Er geht mal eine Runde schauen, gucken, was der liebe Kollege hier findet. Er schaut sich mal eine Runde um, der kann mal hochklettern, cool. Ich liebe diese Kletterspiele bei dem Ding, ich finde das einfach nur geil. Yep, da hoch, ne, hoch mit dir. So. Yep, so bist du. Geil, es ist immer wieder geil. Du sollst da hoch, nicht dran hängen bleiben. Ach, okay, muss ich da ein Stück nach links gehen? Ne, ne, da, oder da ist mir erwischt. Da rum, ne, können wir nicht. Dann machen wir es andersrum. Gehen wir hier rum, komm. Nicht zur Seite. Nicht da hoch, du Pfeife. So. Können wir da rüber irgendwo? Ah, da doch vielleicht, oder? Wie war das doch gleich? Ich sehe nichts. Wieso sehe ich denn überhaupt nichts? So, gehen wir ein Stück darüber. Normal können wir doch da oben hucken. Also wird das nix. Ich mal los, guck mal da. Ah, das Ding muss man vielleicht schieben. Geht das vielleicht? Ne, geht auch nicht. Ah, da hinten dran, okay. Jetzt vielleicht irgendwas, was ich mir anschauen sollte. Da ist da was. Und jetzt dann mal ein. Hui. Was soll man das ist? Ich freue mich immer diebisch. Ich freue mich ja so. Eine Savasa-Tabakdose, okay. Kann ich jetzt drehen? Okay, super. Ich bin total begeistert. Ich habe einen Schatz gefunden. Juhu, hepp. So, mehr gibt es hier oben anscheinend nicht. Na gut, komm. Ab ins Auto und weiter geht die Fahrt. Yep. Not much to see here. Und ins Auto. So, mit R3 kann ich die Kameraposition zurücksetzen. Let's keep going. Also hat nichts Wichtiges gefunden, so eine doofe Tabakdose ist auch nicht. Und Wasserdurchfahrt. Coole Hupe, yeah. Ja, ah, das ist cool. Im Jeep, der ist genauso wichtig. Und wir können auch hier reinfahren. Wo ist der Weg? Wait, Sully, you're telling me that you actually did some research? Can't let you be the know-it-all every time, kid. Wow, wow, wow. Wir müssen da hoch, okay? Sonst müssen wir unten durchfahren, das wollen wir nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Ist da hoch? Da oben lang? Nee, ne? Früher abbiegen. Darauf. Probieren wir aus. Wahrscheinlich nicht. Da oben. Ja, guck mal da oben. Da oben schwebt eine Kuh. Da oben schwebt ein Stier. Ich lade mich tot. Fahren wir eben zurück und suchen uns einen anderen Weg. Ne, das wird nix. Komm. Keine Nummer. Also wir müssen irgendwie nach oben kommen und wir irgendwo eine Auffahrt finden. Und wenn ich auf dem Weg geblieben wäre. Ah, hier oben. Auch nicht.
Bin ich da gerade eben runtergekommen, oder? Da geht's aber nirgendwo rauf. Irgendeine Idee? Also aktuell sehe ich da keine Auffahrt. Zwar nirgendwo. Das ist schon arg steil. Ich kann nochmal da runter gucken, ob wir da so durchkommen. Ich glaube, das soll noch nicht, aber wir gucken jetzt nochmal aus. Easy! Na gut, okay, geht auch, ohne den Weg da oben. Aber hier komme ich ja nicht weiter. Hm. Noch keine Landkarte oder sowas. That bridge there is what you would call rickety. Die Brücke kann man wackelig nennen, das stimmt. Da war ich mir so unrecht. Geht der Weg aber nicht weiter. Ich versuche mal, was wir auf der anderen Seite. Also. Vielleicht führt uns wieder der Weg irgendwie weiter. Sieht nach einem Weg aus. Ah, der geht da nur durchs Wasser. Das wollten wir ja nicht, ne? Kommen wir ja gerade her. Da oben der Wasserfall sieht cool aus. Ach, Schlaumeier, echt? Nur, dass uns der Weg da nicht hinführt. Hm. Wir versuchen es nochmal da lang. Danach fahren wir auf der anderen Seite weiter. Okay. Ist der andere da durch? Nee, ne? Ist da nur ein Loch, oder? Ja, das bringt nichts. Okay. Also fahren wir hier lang, gucken, was der Weg ist. Aber da fährt man auch hoch. Welchen Hügel willst du hoch? Den Hügel fahren wir schon mal nicht hoch. Hier können wir hochfahren, okay? Da geht's rauf. This looks promising. Wenn er hochkommt. Come on, come on, baby. Let's go, 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 go. Ja, wühlt er sich schön durch, sowas liebe ich ja, ne? Made it. Coole Nummer. Also erstmal den Weg hier hoch. Okay, also kid. Just don't drop us. Just keep it slow. Keep it in the center. Yeah, there's a lot of backseat driving going on. Nein! Scheiße. Die sind hin. Mein Fehler, sorry. Ich hätte vielleicht auf der Spur bleiben sollen. Okay, versuch's nochmal. Okay, Kid. Just don't drop us. Ja, das ist die Idee dahinter ist, dass ich vielleicht nicht unterschmeiße. Nee. Ja, yeah, there's a lot of backseat driving going on right now. It's gonna be fine. Oh. We're good. Everything's we're good. We're good. We did it. Schafft Gottes Willen. Coole Nummer. So, da geht's höher. Fahren wir erstmal da hoch, oder? Ja. Onward and upward. Ja, das Auto macht schon was mit, ey. Ob der hier weiter hochkommt. Sieht schon sehr muddy aus. Und schafft er? I'm getting nowhere fast. Easy. Außenrum vielleicht? Ist ein bisschen weniger Strand? Nee. You need traction here. Schwung vielleicht. Nathan the Rocks. Danke für den Hinweis, du Pfeife. So. Rutscht ganz schön die Kiste, ne? Ja, aber so schwer ist das gar nicht, da hochzukommen. Komm. Da sind wir da auch hochgefahren. Da müssen wir in die Felsen fahren. I got it.
Ja, wenn er Felsen kriegt, dann fährt er. Okay, das muss man sich immer mal merken. Fahren wir vielleicht hier hoch. Vielleicht geht das besser. Schön, dass das Auto rutscht. So. Sind wir immer noch nicht oben. Yep. Mein Rückgrat. Beschwert sich aber alles hier. Da kann man nicht weiter. Oh, da ist ein Wasserfall, aber lieber nicht runterfahren. Also wir müssen auch vorne den Felsen raus. Nützt alles nichts, ob ich da wieder hochkomme. Das sieht nämlich gar nicht so gut aus hier. Ich glaube nicht, dass das klappt. Mit der Stumpf liegen kann, ne? Ja, kann er nicht, war klar. Muss ich jetzt wirklich den Wasserfall runterfahren? Da habe ich irgendwie gar keine Lust zu. Das probiere ich. Tut mir echt leid, aber das muss ich jetzt einfach ausprobieren. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, Jungs. Bye, bye. Das ist wahrscheinlich das Ende. Ja. Okay, sorry, aber ich denke, ich muss da vorne an den Felsen hoch. Ah, bin ich, das heißt, muss es auch einen anderen Ausweg geben, sonst wäre ich ja nicht wieder hier, oder? Sieht jemand irgendwas, wo man rüber kann, könnte eventuell? Da hinten komme ich nicht raus. Rückwärts. Also so kommen wir hier nicht raus. Dazwischendurch auch nicht, oder? Hm. Ich bin wirklich festgefahren hier in dem Scheiß. Er bietet mir auch da hoch. Das könnte gehen. Da ist sogar eine Fahrspur. Seht ihr das? Da ist eine Spur, da ist schon mal jemand hochgefahren. Oh, war da. Da oben müssen wir hin, okay. L3, was ist das? Hey, look up there on the hill. Got a tower or something. Now we're talking. Na, da sollen wir hin. Na, das ist ja spannend. Okay. Der jetzt runterfahren. Will ich das? Ich glaube, ich will eher da lang, oder? Hey Victor, what were you arguing with the rental guy about? Oh, your brother insisted on getting a 4x4 with a winch. Ah, siehst du, er wollte ein 4x4 mit einer Winde haben. Das könnte noch spannend werden, dass der hier eventuell weiterkommen. Aber so, wo kommen wir weiter? Da oder da? Da weiter? Nee, ne? Ich würde auch da drüben tippen, aber ich weiß noch nicht so genau wie. War da noch was anderes? Davor irgendwo? Da unten lang. Wir sagen da lang und da hoch könnte auch gehen. Führen Sie es mal hier. Wenn wir hier weiterkommen, ich glaube es nämlich noch nicht. Alright, hang on tight. Da sind Reifenspuren. Shit. Gottes Willen. Okay. Puh. Diese kleinen Figürchen hier, die kann man übrigens gut als Wegweiser nutzen. Die helfen. Stopp, vorwärts. Da geht's dann weiter. Mal gucken. Take this slow, kid. Ja. Ja. Hier rum. Das ist jetzt mal echtes Offroad-Fahren. Was mache ich hier am echten Auto wirklich gerne? Avery 2 and some other big shot pirates pulled their treasure and came out here because
Why exactly? Who knows? Maybe for protection? British authorities were closing in on him. Sure. Maybe, Immer wieder dahinter die Kamera stellen. The guy clearly had a knack for hiding things. Gucken, was hier weitergeht. Also das ist schon mal ein spannender Trail. Da müssen wir uns wieder auf den Steinen halten. Alright, hang on, guys. Weiterfahren bis oben. Da ist Schaluss. Da sind wir. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Gucken, ob der abbricht. Das sieht ein bisschen so aus. Das sieht so aus, aber da kann man auch nicht lang. Sieht hier jemand irgendetwas, wie man da weiterkommt? Also das Stück können wir auch zu Fuß gehen, aber... Kann ich aussteigen? Ich versuch mal was... nein, andersrum. Ich versuch mal was. Ich versuch mal rüber zu springen. Ach, das geht also, okay. Warum sollte ich hier nicht hin? Aha. Let's go check out that tower. I'll come with. So, mal da oben. It's in pretty good shape for something several hundred years old. Ja, sieht gut aus für seine Zeit. Definitely ruins from Avery's era. Guck mal da, was haben wir denn da Schönes? Sam, look. That's Christopher Condens. Dragon operated out of Madagascar around Avery's time. Okay. So maybe Avery recruits pirate captains. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Das ist doch sehr schön. Don't make any sense. No, it doesn't. Well, maybe each captain was responsible. So, da haben wir dieses wunderschöne Ding lesen. Whatever the case, this certainly isn't our final stop on our tour. Das ist vielleicht nicht der Finale, so. Rechnung, gemieteter Jeep, Versicherung keine. Oh, das wird teuer. Okay, Summe. Naja, was auch immer das ist. Victor, Nathan, Sam, durchgepauste Münze. Es sind nicht nur Averys und Tev, sondern auch andere namhafte Kapitäne involviert. Christopher, bla bla bla. Okay. So, jetzt wissen wir das auch. Kann man da was tun? Nee, ne? Das kann doch nicht alles sagen. Gehen wir mal nach oben. Alles. Was da liegt? Aha. Eine Truhe. Eine Pfeife. Eine Puderflasche aus Elfenbein. Das ist ja der Hammer. Guck mal, so sieht die aus. Wenn die weiter so macht, dann wird er steht. Das sieht fast aus, als wäre da unten irgendwie ein Griff dran. Okay. Und mit Left 2 kann ich zoomen. Was ist das denn? Wir haben die den Schrauben gekannt da unten. Wiss mal an. Okay. Immer Puder auf das Luder. So, mal gucken, geht's noch weiter? Sonst muss man hoch kann, runter kann oder so. Scheint nicht. Da ist ein Blick. Aber ansonsten ist hier nichts, oder? Nee. Echt, du sollst ja nicht runterspringen, bist du narrisch. Worauf guckt er jetzt gerade? Hoppa. Das ist keine Suche. Nein, nicht loslassen. Wenn man den falschen Knopf drückt, ist das für manche Menschen tödlich. Jetzt muss ich von vorne anfangen, ne? War klar. Aussteigen. Jetzt schau mir erst die Türen, bevor ich da hochlaufe. Da kann ich nichts dran tun. Jetzt hören wir uns das Quassel da oben wieder an. Definitely ruins from Avery's era. So, jetzt kommt wieder dieses Blabla. Blabla, blabla. Sam. Oh. Jetzt gehen wir nochmal an Sam. Das ist Christopher Condens Zeichen, Captain der Fury Dragon. Er operiert zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Mhm. Vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten vielleicht ja sogar. Hm. Das ergibt keinen Sinn.
Ja, es gibt keinen Sinn. Vielleicht hatte sein eigener, jeder kennt seinen eigenen Turm. Was auch immer. Das ist nicht der letzte Halt dieser Tour. Okay. Gut, dann schaue ich mich jetzt mal oben um, weil da waren wir gerade eben schon mal. Dann werde ich versuchen, gleich nicht darunter zu fallen, so wie gerade eben. Das war ein bisschen dämlich. Sehe ich zu. Sehe ich ein, Entschuldigung. Das Ding habe ich schon. Das war nur ein Schatz, den habe ich schon. Okay. Dann können wir da ja... Du bringst eigentlich immer gleich da runter. Muss das denn wirklich sein? Da fallen wir nicht runter, dann geht es nämlich zu sehr abwärts. Dann eben hier runter. Hep. So, da gibt es sonst nichts mehr zu schauen, außer im tiefen Abhang. Okay. Wo geht's denn gleich weiter? Weiß das zufällig jemand? Da hoch, ne? Okay, da geht's ab. Was ist denn das? Der Baum. Den kann man untersuchen. Und das sieht schon nach einer Winde aus. Ja, was wohl? Ich würde mal auf die Winde tippen, die wir dabei haben. So, gut. Also, kann man da runterlaufen? Bestimmt. Schlittern. Und das Wasser. Da ist der Hook. Ach, so den muss ich nicht. Unser Auto kam mit einem Winch? Nein, wirklich? Ich wusste nicht. Was willst du tun? Nicht hoch da. Ganz schön lange Winde. Nein, 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 nein. Du Vollnase. Musst du den ganzen Weg zurücklaufen. Ach, immer dieses Abrutschen. Did you know this car came with a winch? Oh no, I had no idea. Did you know that I'm too stupid to walk upstairs? So, jetzt wickeln wir das Ding da rum. Ja, habe ich vor. Du sollst nicht hüpfen, du sollst es da festmachen. Ist der jetzt außen rumlaufen, oder was? Mich? Anscheinend doch. Na, wieso lässt du den denn jetzt los? Du Eierkopf! Ja, dafür musst du durch den Madder. Hast du musst jetzt nochmal durch den Modder. Fair Set schuld. Schnuppi, schnuppi, schnupp, schnupp, schnupp. So, dass die Winde, wenn es mal näher rangeht, geht das. Bei dem oben ging das aber nicht. Warum nicht? Ist das Auto noch zu weit weg? Muss ich vielleicht erstmal die Fahrt ausprobieren. Da muss ich meinem Bruder Bescheid sagen, dass der hilft. So, siehst du, ich kann da jetzt rangehen. Ich komme nicht weiter, ich komme nicht dran vorbei. Aber ich kann nichts tun. Egal welchen Knopf ich drücke, es passiert nichts. Bist ein bisschen blöd, oder? Mach das mal. Machen wir es anders. Dann fahren wir das Auto rum. Erstmal, wo der Bruder hin ist. Der scheint ja irgendwo sich irgendwo rumzutreiben. Der hat irgendwas entdeckt, was ich nicht entdeckt habe. Ich glaube es kaum. Vielleicht doch. So, was gibt's hier zu schauen? Toll. Aussicht ist der Hammer. Immer wieder der Hammer. Okay, aber... Da ist nix. So, wir gehen jetzt zurück. Feierabend. Schnauze voll, komm mit, du Nase. Jetzt fahren wir mal zurück. Faxendicke. Ich fahre das Auto ein Stück vor und nehme dann die Winde. Das Auto. Stellen wir das Auto mal gerade davor und dass die Winde auch vernünftig funktioniert. Jetzt steigen wir mal aus. Das ist aussteigende Pfeife. Aussteigen. Aha. Das wollen wir noch gar nicht. Wir wollen erstmal kurz dahin. Die Winde. Jetzt aber. Hopp.
es jetzt auch nicht geht, dann habe ich hier oben irgendwas vergessen. Ah, ich konnte da nicht drum herum, weil ich zu weit zu nah dran war. Siehst du, das war dann doch das Ding, was ich gesagt habe. Jetzt können wir es nämlich festmachen. So. That ought to do it. Sollte funktionieren. Jetzt rutschen wir noch einmal. Einmal durch den Dreck, bitte. Wow. That looked like fun. Steeper than it looks. So. Alright, ready? Give it a shot. Here we go. Und da geht's hoch mit der Winde. Coole Nummer. Was schön von dir angucken. Roadhawk. See, Sully? Winch. Cool gemacht. Totally worth it. We cleared a Perfect. Hill. It hasn't exactly paid for itself. Well, not yet. Small victories. So. Yeah, well, ich fand, I'll celebrate gut, the big ones. So. Wir haben die Winde, wir können wieder weiter und Auto fahren. Wir sind da hoch, okay. Halt nicht immer irgendwie gegenpacken. Das wird echt teuer mit der Versicherung. Genießt wow. Den Anblick. Schön. Grafik von dem Spiel finde ich tatsächlich einfach gut. Klar ist das ein Spiel, aber das ist trotzdem gut gemacht. Einfach nur gut gemacht. So, wo müssen wir lang? Da hoch oder da runter? Also hier gibt es auf jeden Fall genug Strecken, die man abfahren könnte. Oh, wow, wow, wow. Da geht's auf jeden Fall richtig einen Berg runter. Schauen wir den, Weg runter. Schön ausgewaschenen Schweineweg hier. Okay. Genau, weil die so toll waren. Wow! The point is, we got it pretty easy. Yeah. Still taking a long time. Sieht aber hoch aus. Bitte, wir sind wieder falsch. Oh, nicht ganz so hektisch hier. Komm, komm, du musst da lang. Oh, ist nicht wieder unten? Kann ich da runtergefahren? Ne. Oh. Oh. Cool. Was ist denn das? What do we got? Oh. Military types poking around. Militärtypen, die rumschießen. Das sind wieder. Findet der Nate nicht gut und das Sam auch nicht und das Sullivan auch nicht. Das sind wieder die bösen Purchen. What's the play here, Nathan? Was machen wir jetzt? Just follow my lead. Okay, tu, was ich tue. Was tue ich denn? Fahre ich da jetzt runter? Wir wollen aber zu dem Vulkan, ne? Der ist da oben. So, wir fahren mal da runter und gucken, was passiert. Das ist ja auch noch ein Knall, was wir einfach noch vorbeifahren können. Wow. Sit down, fahr doch mal rüber. Fahr mal. Tot, abgeschossen. Keine gute Idee. Also vielleicht eher anschleichen. Fahr mal hinten rum lang, mal gucken, was hier passiert, wenn wir hier lang fahren. Wird da irgendwie besser dran, die vorbeikommen. Ich schätze mal, wir kommen gefechtlich herum. Also überall welche. Kann ich die über den Haufen fahren? Probieren wir das aus. So, ich bin schon wieder fast tot. Warum stimmt immer der gleiche? Follow my lead. Wir fahren mal über die beiden rüber, gucken, was passiert. Ich sehe mich jetzt einfach mal. Ich will wissen, was passiert. Ich will nicht mehr gefahren. Den ersten haben wir schon mal kaputt gefahren. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ein, bevor wir gleich wieder komplett drauf gehen. Da ist wieder einer im Zielfernrohr. Ah, das scheint tatsächlich das Spiel zu sein. Ich muss die Leute überfahren, ohne
um da oben erfasst zu werden. Das geht aber garantiert wieder in die Hose. Jetzt muss ich erstmal hier verdrücken, weil ich bin jetzt gleich komplett am Arsch. Und zwar ganz schnell weg hier, weg hier. Schon wieder Nate. Wie stirbt er nicht? Wieso stirbt er immer? Also, ich steigen mal aus, oder? Ich denke, wir steigen mal. Wir machen das. Wir machen das. Wir parken unser Auto und knallen die Typen von Hand ab. Ich denke, das machen wir. Da oben der Typ ist gefährlich. Den holen wir uns zuerst. Komm. Fahren wir hier lang. Gucken, dass wir zuerst mal an den Turm rankommen. So, steigen wir aus. Okay, ich habe ein Scharfschützengewehr und da muss ich damit umgehen können. So nicht. Die Idee war gut. Die Ausführung war scheiße. Okay, ne. Bleib da hoch. Will ich auch lautlos killen? Nein, du wirst da hoch. Hang on. What's that? That's mine now. Da oben können wir mit der Winde hoch. Kommen wir auf jeden Fall da rüber. Wie sind denn das? Das sind nur die zwei. Okay, gewehrt. Das auch hin. Da noch. Nein! Oh. Ist da noch rüber? Jetzt wird er wirklich rüber? Wo denn? Darüber? Hey, I found him! Fast! Ich glaub schon. Geh weg da, geh rein da, sonst bist du da wieder tot.
Okay. I think that's it. Damn it. Rafe and Nadine must have dozens of guys out here. They could just stumble onto the treasure through blind luck. Weil es einen Sack was gibt. Okay. Wo noch? Hat noch jemand gesehen? Zoom R3 drücken. Mhm. Muss ich mir jetzt zu gerne mal anschauen, was es da oben gibt. Kommt man da mir hoch? Hier? Fahrzeug zu finden. Ich brauche mein Fahrzeug gar nicht finden. Ich will gucken, ob ich hier noch höher kann. Ja, nach ganz oben. Jetzt bin ich ganz oben. Da ist vielleicht dann wieder ein Scharfschützengewehr. Oder was ist das? Na, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Was kann man noch? Kann man da oben noch sich noch abseilen? Da war doch das ein Seil gerade gesehen. Was ist denn das hin? Da. Das heißt, ich muss noch höher. Wie komme ich da hoch? How do I get up there? Ah, so. So, was ist das jetzt? Was macht man damit? L3, left 3. Looks like that bridge leads back to the trail. Hast du gut erkannt, mein Freund. Und mit dem Ding da runter? X ausprobieren. Haha, geile Nummer! Juhu! Cool, das musste ich ausprobieren. Sorry, aber das musste sein. Okay, wir sind da runtergelaufen, dann holen wir uns jetzt mal unser Auto. So, ab zum Auto, komm. Dann holen wir unser Automobile. Das steht da oben. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr schwingen. Swing, swing brauchen wir nicht. Wir wollen das Auto holen. Und dann fahren wir da rüber, ne? Schauen wir doch mal, was es gibt. Wieso läuft eigentlich nicht? Aha, das brauchen wir auch nicht. Ja, na komm, wir wollen Auto fahren. Und weiter geht's. Ist noch irgendwas Wichtiges einzusammeln? Nur Explosives und sowas? Ne, warum weiß ich. Warte mal, stopp, was war das denn? Sorry! Ich will mal ausführen, was das ist. Looks like Nadine hasn't given up on excavation by explosions. Rafe can't be happy about that. I don't think Rafe has much of a say in the matter. Wo war denn das Ding? Hätte doch gerade eben irgendwo noch so ein. Da. Der Typ, der da steht. Unser Typ steht noch da. Aha, das ist das nächste Ding, siehst du? Look, another sigil. Noch ein Siegel. Toten. Adam Baldridge. Adam Baldridge, eine Weile in King's Bay, okay. Ein Händler, Sklave, der Schurke durch und durch. Ich habe einen neuen Tagebucheintrag, ja. Prison, a lot of books. Hatman, Handy Mystery, Moderate, so, ja. So. Ist hier sonst noch irgendwas einzusammeln? Nö. 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 Schade. Okay, also wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Irgendwas im Brunnen. Diesen Brunnen ist nichts. Kanonenkugel. Eine Waffe. Mit Munition. Ne, sonst ist hier nichts mehr, oder? Und dann laufen wir da hinterher. Folgen wir quasi auf dem Fuß. Das ist da oben drauf. Irgendwas Besonderes. Da drüben ist da irgendwas. Nein, 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 nein.
ich bin voll mit den Dingern, okay. Na gut, dann machen wir uns ins Auto, komm. Machen wir weiter. Steig dir mit ein. Muss wieder vorsichtig fahren, ne? Jesus, these pirates really need to work on their infrastructure. Now, how do we get out of here? Ah, das ist eine gute Idee. Eine super Idee. Wir können die Dings da festmachen. Die Winch. Steig mal aus, Bub. Aussteigen. Jetzt nehmen wir nämlich da vorne die, Winde. Und, ey, du sollst die Winde mitnehmen, habe ich gesagt. Und machen die da einmal fest in den Balken. Dann können wir den umlegen. Das ist doch logisch. Das kann man nicht aussehen. Der ist nämlich schon zusammengedrückt. Hep. Ab in das Auto. Du sollst nicht übers. Das ist ein bisschen parkourmäßig hier gerade, ne? So, komm ins Auto, eine Pfeife. Hep, cool gemacht. Und cool gemacht, so, immer eins. One down, one to go. Aus dem Auto. Hep, raus mit dir. Das könnten sie jetzt eigentlich auch automatisieren, finde ich. Das ist ein bisschen. Fix machen. Und hep. Spring rein, spring rein. Komm. Hep. Cool, das sind coole Bilder. Da hat wieder einer Spaß dran. Das macht wieder einer richtig cool. Und komm schon. Again with the winch, Sully. Pretty handy, right? I wasn't against getting the winch. I was against getting ripped off. Ah, nicht darunter. Fuck. So, nochmal. Versuch was noch gleich nochmal. Ich versuche mal den Falschen. Ich mache mal die Ansicht anders, anstatt die Lenkung zu benutzen. Ein bisschen blöde. So, da sind wir hoch und weiter geht's. Das wäre schon ein bisschen hart. Nee, nicht so. Da hoch. Ich hab schon das Schaff da. So, kommt er da hoch? So, wow! Sully, just how well do you know Nadine? Why? Wenn man I was thinking maybe you can contact her, convince her to call off her goons. Yeah, right. What if we promise her a bigger cut than rate? No, that's not how she operates. Nee, so ist sie nicht. More of a money up front kind of mercenary. Hallo, Paul. Rape's got the advantage there. Look, okay. Shoreline. Oh, da sind wieder ganz viele Autos unterwegs. Yeah, they're definitely going all in, aren't they? Geben alles. Man getting awful close to that volcano. Und dann kommt man ja da oben wieder in den Turm. What if they found the treasure already? Well, look, they're searching every inch of this place. They found it already. They wouldn't be searching. Yeah. Da ist Paul, ne? Küsschen. Küsschen. Hallo. Genau. Schlapp, schlapp. Geh mal runter. Gehst du wieder runter? Ich muss jetzt Auto fahren. Ich kann dich jetzt hier oben nicht gebrauchen. Geh mal runter. Also, super. You know, reading, mostly. There was this one guard saw me as a charity case, I guess. Klar, fahren wir da runter. Check out books from the library for me. So what'd you read? History, so. Especially anything related to Avery and other pirates, just in case, you know. Sure. And, hey, you think that old building's worth checking out? Welches alte Gebäude? Das da. Hm. Man weiß ja nie, was man findet, ne? Na komm, wir probieren es aus. Einmal aussteigen, bitte. Guck mal da rein. Da nicht. Guck mal da hoch. Ah, hell. Can't jump that high. Sie hat irgendwas zum dranhängen irgendwo. Vielleicht sollte ich das im ja genau im Auto. Ja, wer dabei komm. Die Jungs machen sich das richtig, lassen sich das Leben richtig gut gehen hier. Aber
das ist das Auto mal davor. Davor ist oben das Ding, wo ich mich festhalten kann. Absteigen. Ist das doof? Genau, meine ich doch. Ach, was haben wir denn da? Sprengstoffe. Und? Der Weg hat sich richtig gelohnt. Bin ich froh, dass ich hier hochgelaufen bin. War super. Bin ich vielleicht zu blöd dafür oder gibt es hier nichts zu holen? Darauf brauche ich übrigens kein Kommentar, ne? Ich weiß, dass ich zu blöde bin. Da brauche ich nicht für. So. Da komme ich nicht weiter. Die Büsche bringen mich auch nicht weiter. Shit. Ich jetzt auf einzelnen Dingern schieße und damit vielleicht dieses Ding da hochjage. Das probieren wir mal kurz aus. Wir stellen es mal hier hinter. Auf die Ecke. So. Ja, ich sag ich doch. Immer eine gute Idee, mit der Waffe durch die Gegend zu ballern. Hep. Und rein da. Wie die wissen das? Okay, was gibt's denn hier Schönes? Moment mal, nichts. Gibt's hier irgendwas? Da ist nix. Da ist nix. Da ist eine Steinschlossbüchse. Dankeschön. Die nehmen wir auch damit. Schadet nie was. Ich weiß auch nicht, was ich mit einer Steinschlossbüchse soll, aber da ist doch wieder was. Habe ich jetzt eingestellt. Sie haben einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. Eine englische Bierflasche. Prost! Sag ich da nur. Prost! Drehen mal. Super. Toll. Ganz toll. Left 2. Oh, ganz toll. Ich bin begeistert. Ich da jetzt raus? Nee. Also muss ich den Weg nach oben suchen. Nach draußen. Was? Ich habe meine andere Waffe da liegen lassen. Bin ich denn bescheuert? Das ist die Steinschlossbüchse. Was soll ich mit der Steinschlossbüchse? Komme ich da wieder hoch? Oh, stopp. Was mich jetzt interessiert, was ist eigentlich, wenn ich da drauf schieße? Was passiert dann? Mal gar nichts. Kann man eigentlich hier auf Kühe schießen? Ist das eigentlich erlaubt? Bringt nichts. Okay, mag das Ding nicht, finde ich gut. So, ab ins Auto. Ja, war es nicht wert, aber egal. So, we were talking about... Yeah, so. Sure. Well, you know, besides books, push-ups, smoking, trying to stay out of fights between rival gangs, it's a whole lot of thinking. That's pretty much it. Okay. Whoa. Sam, you had a guard doing you favors. Why didn't you use him to get word to us? Oh, I tried. I asked him to mail a letter to your P.O. box. I never got it. Yeah. That'd be because the warden saw it. I got busted up pretty bad and never saw that guard again. Jesus. I got my own back when the warden decided to room me without a guard. I didn't turn out how he expected. Sieht schon nicht mehr so richtig nach dem Weg aus, oder? Now, come to think of it, I actually dealt with Alcazar a few decades ago. Oh! Looks like Shoreline found something. Go slow. You got it. Das schauen wir uns an. Da können wir nicht weiter. Sully, you were saying? Oh, yeah, right. So... I actually dealt with Alcazar a few decades ago. Oh shit. How are you still alive? Well, he wasn't quite the man he is today. Still working his way up the criminal ladder then. I sold his boss a few woodcut prints I'd smuggled out of Japan. Check it out, boys. What is it? Geile Aussicht, wenn ich mal so sagen darf, oder? Hier, cooles Bild. Geil. Einmal runter. Schauen wir uns das mal kurz an, oder?
You can probably see all of King's Bay from up here. Yeah. Hey, look. There's the city. And there's the river valley. Du sollst da hochlaufen. Höher geht nicht. Da rum. Ist da höher? Auch nicht. Muss ich hier wirklich einmal komplett rum? Einmal, zweimal, da komme ich auch noch nicht weiter. Ah, noch weiter, das ist ja wieder eine Nummer hier. Was habe ich da? Ich will ja nicht ganz hoch. Nein, nicht ganz fallen lassen. Ich habe einen Schatz gefunden. Und zwar eine schottische 2-Pence-Münze. Boah, guck mal da. Oh, guck mal, die kann man drehen. Ist das toll? Ich bin begeistert. Was soll ich jetzt hier oben? So, jetzt bin ich da oben drauf, ne? Der will sich mit mir unterhalten, ich höre ihn aber nicht. Ist das ein geiles Bild oder ist das ein geiles Bild? Guck das mal an hier. Geiler Ausblick. Was ist da drüben? Das wollen wir uns doch mal genauer anschauen. Okay. Hey guys, there's another tower just over the hill. See any shoreline marks? I can't tell. Nichts zu sehen. Was ist das denn nicht, würde ich gerade sagen. Nicht runterspringen. Okay, so, was ist mit dem? Was will der? So, how are you was doing? Will der? Yeah, still in one piece. I appreciate you coming along for the ride. So, dann lass uns doch mal. Especially for negotiating. Hört auf, euch zu bedanken. Lass uns einfach weitermachen, oder? No problem. Hell, I'd be lying if I said I wasn't enjoying myself. Ja, war klar, dass du Spaß hast. Me too. So, dann lass uns Auto fahren. Komm. Ist hier sonst noch was zu entdecken? Na, sieht nicht so aus. Rückwärtsgang. Schauen wir nochmal, was da noch kommt. Ich kann wieder keine Wachen erkennen. Frag mich, wofür er sich das dann anschaut. Das Auto ist auf jeden Fall, ich sagen muss, recht stabil. We got here first. Let's check the place out and keep moving. Na, aber da oben ist doch wohl die Seilbahn, oder? Okay, raus aus dem Auto. What do you make of the drawbridge, Nathan? Ah, nein, a place. Kleinen Tower zuerst. Put up a drawbridge unless you're trying to protect something, such as pirate treasure? Maybe. So, ist hier irgendwas? Ich glaube, kann man darüber, okay. Das könnten wir auf jeden Fall ausprobieren. Und wir sind drüben. Super gemacht. Hätte auch die Treppe raufgehen können, aber gut. Hey Nate, come check this out. Gleich. Jetzt würde ich mir erstmal das Dach da anschauen. Wo ist er denn? The hell, the stairs are busted. There's no way up to the crank. I'll see if I can find something to stand on. Ich könnte zum Beispiel das Ding hier nehmen. Oder auch nicht. Machen wir das mal kurz anders. Gute Erfahrung mitgemacht, ne, mit dem Ding. Hep. Nein, du musst da rein, du Pfeifer. Komm, rein und fallen lassen. Oh, da waren wir doch schon. Das müssen wir runterkriegen, sonst kommen wir hier nämlich nicht weiter. Also mit der Seilbahn komme ich darüber. Von daher werden wir das vielleicht so rum machen müssen. Wahrscheinlich der einfachere Weg. Geht das zu springen? Ja. Okay, das funktioniert. Aber nicht mit dem Jeep. Hüpp, hüpp. Hm, okay. Hey Kid! I see a big crate or something way up at the top of the tower. Maybe that'll do the trick. Hey,
be careful, kid. Ach, hör auf mich Quatsch zu quatschen. Wir springen jetzt hier oben hoch, das finden wir cool. Das ist so, sind wir halt. Das ist unser Style. Komm. Hep. Hep. Nicht darüber. Wow. Weiter. Nee, aha. Andere Seite vielleicht eher. Na. Jetzt da hoch. Hey guys. So. There's a massive tower just past the drawbridge. Biggest one yet. I know. Bingo. So, Achtung, hier kommt was. Sam! Special delivery! Oh! Oh. Keine Nummer. Aua! Hey kid, you alright? I'm fine! You alright? Yeah. Of course, wie immer. I seen a few. I'll bring the car closer. Das auch geschafft. You two just relax. Oh, okay. I got this. Ja, genau. Beruhigt euch ruhig aus. Alles cool hier unten. Alles entspannt, alles easy. Sehr schön. Boah, wie lange dauert das? Ich kriege einen lahmen Daumen von. Da ist einer. Geh weg da. Und Shish-Kebab. Come on.
treffe ich denn nicht richtig? Mann, ey, das soll jetzt, dass ich nicht mehr kommentiere, das ist so spannend, wa? Ja? Ja, wo ist der? Nice. Mal sehen, da fehlt noch was. Es kommt hier noch einer. Im Teufelsprich. Ah! Get that bridge down. Ja, das muss ich jetzt mal als nächstes machen, die Brücke wieder runternehmen. Hep. Puh, Mann ey. War ganz schön hektisch, oder? Sorry, dass ich dann immer nicht so im Kommentarmodus bin, aber das ist schon etwas stressig dann. Jetzt aber, hopp. Kriegen wir sie jetzt runter? Let's try that again. Okay. Oh, schneller. Ich muss die ganze Zeit wirklich das drücken. Das ist hier. Drückst dich doof. Drückst dich doof an dem Ding. Ich weiß nicht, ob ich das schneller machen kann. Aber eine Idee. Okay, das war jetzt schneller. So. Ja, dann holen wir uns mal unser Auto, wa? Ein bisschen was einzusammeln. Ne, die will ich nicht. Okay. Holen wir mal das Auto und fahren mal da durch. Ist da noch was ich brauchen kann? Noch nicht. Okay, die haben alle MPs dabei. Was ist damit? Ist da noch was im Auto, was wir brauchen können? Ne, nix. Okay. Dann fahren wir weiter. Komm. Warte mal ins Auto. Vorwärts geht's. Yo. Ja, muss ja mal ein bisschen so Altertümer, muss man ja ein bisschen kurz machen. Big Tower on a volcano. In der kaputten Brücke davor. Hm. Wie soll ich das wohl finden, Leute?
Wie soll ich das wohl finden? Oh Mann, ey. Wo geht's denn lang? Da fahren wir da hinauf. Ja, ich sehe nichts. Jetzt soll ich mal nach vorne gucken, wenn ich Auto fahre. Das ist, könnte im echten Leben auch helfen, ne? Jetzt da weiter. Ja, tatsächlich. Direkt an der, wieder an der Kante lang. Immer an der Wand lang. Wow. Ja, diese Steindinger. The nitpick, but Avery spent all that money on towers. Would it have killed him to put a guardrail up here? So, genau. Warum haben sie ihn eigentlich umgebracht? Mal da runter oder irgendwo anders. Sieht schwer noch aus, oder? Probieren wir es aus? Ja, wir probieren es aus. Hep. Und durchs Wasser und dann da hoch. Well, it was worth a try. Da ist eine. Da oben. Winde, man könnte es aber auch da probieren. Dann kann man hochladen, das ist wieder das gleiche, was wir gerade eben auch schon mal hatten. Hier die Winde anbringen. Dann fahren wir halt mit dem Jeep da hoch, okay. Einmal raus aus dem Auto, Treppe laufen. Komm. Ah, nee, du musst dich nicht so loslassen. Du musst die Winde mitnehmen, die Nase. Well, he only knows about the Gunsway heist. Which is worth 400 million. Right, but okay. If Nathan's theory is correct, then there's a lot more. Hoffen, dass wir den Stein dann nicht wollen. Und das wäre echt blöd. Was für ein Scheiß, ey. Der muss ja komplett eingesaut sein, der Typ. Okay, nochmal. Neuer Versuch. Ich finde es übrigens klasse, dass sie tatsächlich auch die Spuren in dem Schlamm zeigen. Das ist einfach so eine Detailgetreue, die ich einfach nur gut finde. So, jetzt komm, jetzt muss ich tatsächlich so rum darum laufen. Das sind das Bienen. Oder Motten. There we go. So, jetzt. Komm, jetzt springen wir da mal runter und genießen die Rutsche. Und wir springen und machen dann direkt einen Salto ins Auto. Nein, doch nicht. Und Vollgas. Here we go. Ja, ich weiß, was ich erwartet, dass der Stein sich bewegen wird. Und der macht jetzt richtig geilen Abflug. Und hier hinten an der Winde. No panic! No panic! Don't panic! Don't panic! Oh. Es ist schon cool. Wieder rein mit dir, komm. Geile Einlage, oder? Ich finde das Spiel mega. Wissen, da soll ich nur noch sowas spielen. Ich will ein bisschen nur noch sowas spielen, ich finde das super. Was ist das da oben? Komm. Und jetzt. Ja, geht's prima. Komm. Jetzt fahren wir weiter. Gnade. Ja, mit dir, du bist gefährlich. Langsam, langsam, Junge, langsam. Geiles Ding. Coole Nummer. Ja, super lustig. Wait, you have a shrink? No, but I will after this. Come on, you guys are overreacting. The whole thing under control. Ja, lass da nicht wieder rein. Das lösen, du Nase. Aber hier oben können wir uns erstmal umschauen. Dann fahren wir erst. Wir fahren erst über die Brücke. Komm. Na, du brauchst das nicht mehr. Lass da rein. Bist du eigentlich blöde? So. Du sollst nicht mit dem Baum kuscheln. Du sollst die Winde loslassen, du Nase. So, und rein mit dir ins Auto. Nein, nicht die. Ins Auto. Hep. So, jetzt aber. Okay, komm. Nicht zu weit zurück, weil das ist nicht gesund. Und jetzt vorsichtig über die Brücke. Das sieht nach einer langen Brücke aus. Oh, oh, mit Sprüngen. Wow. Auf der Brücke bleiben, auf der Brücke bleiben, auf der Brücke bleiben. Nett, weg hier, weg hier, weg hier. So, einmal aussteigen. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Ich muss da mal wohin, wo ich... ihr wisst, was ich meine. Bis gleich. Und weiter geht's jetzt mit meinem Spiel, nachdem ich mal kurz diese zwingende Geschichte erledigt habe. Lass dich nicht ducken, das ist da hoch. Oh, komm. Schau dir mal kurz um. Da sind schon oben. Schon vorgelaufen quasi. Aha. Da läuft, dann muss ich immer noch laufen, aber ich kann ihn nicht mehr richtig steuern, okay.
Mal schauen, was dieser Tower für uns für Überraschung bereithält. Was ist das denn? Das fällt dir früh ein. Gibt es einen anderen Weg da hoch? Da lang nicht. Was ist denn da? Okay. Sam, give me a hand with this. Yeah. Give me a hand. Und jetzt mit Power. Achso. Hat schon mit Schwung und... Huiuiuiuiui. Taschenlampe. Okay. Was ist denn hier Schönes? Ist so dunkel hier. Also da kann man drin. Das Ding kann man bewegen. There's something back here. Sam? Yeah. Und nochmal. Komm. Da ist doch noch ein Weg. Damn. It's breaked over. Alright, let's look around. Vielleicht finden wir was, wie wir das Ding kaputt machen können. Hier nix, da auch nix, da. Dynamite! Hey, careful with that thing, kid. Ja, da geht schon mal in Deckung, siehst du? Probieren wir es einfach mal. Heads up! Ich seh nix. God, Jesus! I said heads up! Ja, genau. Let's see what we got here. Oh, die Musik. Wow. Das nächste Ding. Jetzt muss er wieder hin. Und einer durch. Zwei durch. Drei durch. Jetzt mal weiterlaufen. Jetzt runter. Jetzt sind wir auch hoch. Mal gucken, was wir noch so vielleicht finden können. Ja. Da ist was, seht ihr? Da ist doch wieder ein Schatz. Ich habe was gefunden, jawohl! Ich kann nicht mal die Option drücken für eine nähere Untersuchung. Ein Krug aus Messing, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Finden die aber auch tolle Sachen, oder? Das ist ja, das macht mich mehr wie ganz wahnsinnig. So, da hinten liegt auch wieder irgendwas, da blinkt was. Oder habe ich mich vertan? Da ist doch noch was. Was drin, was ich haben will. Mal kurz drauf schießen. Ah, jetzt komme ich zumindest dran. Ich habe noch was gefunden. Hurra! Wieder eine alte Waffe. Die ist aber toll. Eine Taschenpistole. So, okay. Können wir reinzoomen. So, wir haben eine Taschenpistole und freuen uns total darüber. Also, super. Gut, haben wir die auch. Das übereinkommt, der andere ist wahrscheinlich, der Kollege ist wahrscheinlich schon längst den Weg runtergerannt. Der läuft hier einfach runter ohne mit. Ja, er sieht wirklich sehr, sehr glücklich aus. Okay, weiter. Cool. Also ich mag dieses Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel einfach gut. Das ist abwechslungsreich, das ist geil von der Grafik, das ist Action geladen, ist einfach nur cool. Da oben kommt man nicht weiter. Ich sehe nix. Da ist wieder ein Rutschi. Da ist aber wieder nichts. Da geht's auch nicht wirklich weiter. Ist da durch. Jetzt drängt sich durch. Ich würde da nicht durchpassen, da steht mir fest, oder? So, und ist geschafft. Wir sind wirklich die Ersten hier. Wow. Cool. Yeah. Wieder ein Kreuz.
Check this out. Kennen wir doch, ja. Christmas. We meet again. So, what do we got? More sigils. There's our boy Avery. Thomas too. And that's It's Adam Baldridge. It's Joseph Farrell, and that's Richard Warren. Pirate captains. All right, so maybe your pirate pool theory wasn't so ridiculous after all. Ja, ist nur die Frage, wo wir draufdrücken müssen. See, what do you think the trick is here? Gotta push a button, pull something? Ja, auf die einzelnen Logos mit der Nase. Maybe one of the arms or... Give a shot. Die Pirates, Leute. Boys, whenever you're done fondling poor St. Dismas, I think you might want to come take a look at this. Genau, geh mal einen Schritt zurück und guck dir das ganze Bild an. So hat der alte Mann recht. Trapezoid is obviously the volcano. The crown is King's Bay. Krone ist King's Bay. We got ourselves a map, gentlemen. Victor, you're a goddamn genius. Hear that, Nate? Genius. Genius, yeah, yeah. Ja, bin ein Genie. Okay, so if we're here, this tower lines up with Avery's sigil. Okay, so then the other sigils must be the towers from Avery's time. Türme aus Avery's Zeit. Well, I mean, a treasure's got to be in one of them, right? Yeah, but which one? I count 12 towers. Hey, Victor? You didn't start smoking cigarettes by any chance, did you? Oh, nicht gut. Looks like we're not the first ones here. Shit, die brennt noch, das ist nicht gut. Sind die Affen. Und tot. Jetzt hoffe ich mal, dass ich da oben wieder anfangen darf. So, komm mal. Wo sind sie? Komm, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind auch hier oben. Ach, da, wo? Da bist du ja. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Ich weiß nicht, was ist. Da. Tot. Das sind immer die Dinger, die ich so mag, diese Wiederholungen so. Boah. Wieder tot.
diese Typ in den schwarzen Anzügen war noch nie gut. Fast. Muss mich echt daran gewöhnen, dass ich mich besser verkrümmere. Nein, und dann kommt der letzte mit seiner letzten Explosion, der kommt. Ja, so ganz schnell. Schon wieder gut, schon wieder fit. Was, womit schießt denn der? Nathan! Nathan! Komm. Das ist das erste Mal wirklich gut, oder nicht? Also ich gehe da etwas zu oft drauf, es nervt mich tatsächlich, aber ich kann das ja nicht ändern. Jetzt haben wir uns das Ding. Und hauen ab, gehen nach unten. Weg da. Müsste ich ein bisschen verkrümmen dazwischen, das bringt so nichts. Scheiße. Da ist auch noch einer. Ab da, lauf! Das ist nicht gelaufen. Ich will fit werden. Ist weg. Muss ich hier tatsächlich mehr bewegen? Einfach nur um. Boah, da kommt noch mehr. Oh Mann, ey. Das ist der falsche Weg. Gar nicht gut. Wieder so einer. Noch so einer. Oh Mann, ey. Ich guck's gleich nicht wieder hops, ne? Weglaufen, nächsten Lauf. Endlich. Nein! Weg da, weg! Was ist denn, warum bleibt der stehen? Tell me if you find anything!
too close. Oh. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, komm. Nein. Da auf! Ich muss echt immer jedes Mal ganz von vorne spielen, das nervt, ne? Ich muss mal entscheiden, ob ich den Typen mal fertig mache. Das war jetzt kurz und bündig, aber nicht das, was ich will. Tut mir leid, dass wir das so aufmachen müssen, aber ich muss da irgendwie durch. So, komm. Ja, jetzt schießt er den euch beim ersten Mal ab. So. Ja. Finde ich eigentlich irgendwo noch eine andere Waffe? Wow! Nein! Diese Kack-Dinger. Gut. Sieht nach Ruhe aus. Is that all of them? Let's hope so. You okay? Yeah, yeah, fine. Sam? Yeah, over here. Mann, ey. Was ein Hammer. Wie viele von denen haben wir denn hier platt gemacht? Ja, Unmengen. Puh, erstmal durchatmen. Jetzt erstmal hier einmal kurz rundherum umschauen. Aber das war jetzt echt krass. Hey, what are you doing? He's confirming a suspicion. Shit. Look at this. Aha, was haben wir denn da Schönes? Eine Karte. Let's have a look. Gucken, was drauf ist. They figured out the towers too. Locations, sigils, the works. Standorte, Siegel, alles. Now what? Now we're screwed. Okay, because there's three of us and there's God knows how many of them, and they have a head start. Yeah, but they don't know which tower to go to yet. Well, that's great, Nathan, because neither do we. Yes, we do. Look. Da ist die Münze. It's
It's a little worn down. Right there, that's a match. Yeah, you sure? Because, I mean, it could be this one, too. Maybe both. Yeah, beide. Crap. But still, two beats the hell out of 12. All right. I'm gonna take this tower. You and Sully, you take that one. No, Rafe's guys are all over these towers by now. Exactly. So if we want to have a chance to catch them, then we've got to split up. Sam, just hold up a second, will you? Nate, he's right. These towers are at opposite ends of King's Bay. Damn it. Da, teilt euch mal auf. Auf zum Auto. If you run into any of those shoreline clowns, you call us, okay? Falls du Schwierigkeiten kriegst, ne? Anrufen, also funken oder wahrscheinlich schalte ich das Auto gefahren. Come on, Nate. We gotta hurry. We gotta hurry. Wir beeilen uns doch mal. So, damit haben wir jetzt die Nummer 10 durchgespielt und jetzt kommt das nächste Ding, das heißt sichtbar und doch verbogen. Und genau hier machen wir das nächste Mal weiter, denn ich sag mal jetzt noch über eine Stunde, ich denke, ein Let's Play von dieser Länge reicht. Das wird sicherlich genauso geil wie jetzt, aber nicht sofort. Lasst mir bitte 2-3 Tage Zeit. Ich finde nach wie vor, das Uncharted 4 ist eines der Spiele überhaupt, zumindest für das, was ich mag. Und deswegen sage ich jetzt, lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, denn ich hatte richtig Spaß. Er hat anscheinend Rückenschmerzen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Euer Lars. Ciao, ciao.